Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio. ...1993 brachte Full Moon Features oder Full Moon Entertainment den Film Robot Wars auf den Markt. In Deutschland erschien dieser unter dem Titel Robot Jocks 2, um an den vorangegangenen Super-Riesen-Roboter-Film anzuknüpfen. Aber Robot Jocks und Robot Jocks 2, der ja nun eigentlich Robot Wars heißt, haben inhaltlich nichts miteinander zu tun, bis darauf, dass es eben Riesenroboter gibt. Es ist eigentlich auch völlig egal, ob die Filme jetzt zusammenhängen oder nicht, denn Robot Jocks und Robot Wars sind vom gleichen Team erstellt worden, genauso wie ein weiterer Film 1990, Crash and Burn, der genau die gleichen Attribute nutzt. Und natürlich ist das alles herum passiert um Charles Band und seinen Produktionsfirmen. Denn Robot Jocks 89 war noch ein Empire-Film, doch Empire Pictures meldete eben genau in der Zeit auch Konkurs an und verschwand dann, und Charles Band gründete im Anschluss Full Moon und machte eben dann genau mit dem weiter, was er schon bei Empire gemacht hat, nämlich günstige B-Filme im Bereich des Horror-, Action- und Science-Fiction-Films. Um jetzt auf Robot Wars einzugehen, möchte ich trotzdem noch ganz kurz erklären, was in Robot Jocks eigentlich war. Wir haben also dort ein Szenario, 50 Jahre nach einem nuklearen Holocaust, die Welt ist zerstört und man hat sich so darauf geeinigt, dass man jetzt keine Kriege mehr führen möchte in der Weltgemeinschaft. Aber es gibt natürlich immer noch Konflikte, auch Territorien werden noch bestritten und diese Streitigkeiten werden dadurch geregelt, dass eben aus den zwei Nationen, die Streit haben, zwei Riesenroboter gegeneinander antreten, die von Menschen gesteuert werden. Das heißt, diese Menschen, diese Robot-Jockeys, sitzen in den Maschinen drin und steuern die da. Das Konzept ist dann später natürlich auch in Pacific Rim wieder aufgegriffen worden, der das Thema auch mit Kaiju-Elementen mixt und einem, ja, einem jüngeren Publikum nochmal zugeführt wurde. Das war auch so eine Kaltkriegsgeschichte. Natürlich gibt es da die Konföderation, das ist dann die russisch geprägte Seite, und dann gibt es eben das Bündnis, was so die Amerikaner, die US-Amerikaner sind. Und das sind natürlich die Guten in dem Film. Diese ganze Idee ist auch ein alter Hut. Das war schon in den 30er Jahren, gab es da einen französischen Militäringenieur und Strategen, Félix Gaston Gautier, der schon die Idee hatte, dass irgendwann mal riesige Roboter gegeneinander antreten werden, anstatt eben Kriege mit vielen Menschen zu führen. Ja, und dann eben auch beflügelt durch auch Fernsehserien und Spielzeuge wie die Transformers zum Beispiel, wo es ja eine optische Ähnlichkeit doch schon gibt teilweise, zumindest zu dem Riesenroboter, den der Charakter Achilles, gespielt von Gary Graham, als Hauptdarsteller steuert. Das war übrigens einer der letzten Filme von Empire Pictures, und der Robot Wars war dann eben eine Full Moon Produktion. Es geht also um irgendwie den Kalten Krieg im 21. Jahrhundert und auch um Verrat und Heldentum und natürlich jede Menge Action, denn diese Roboterkämpfe sind natürlich hervorragend mit Stop-Motion-Sequenzen und Modelltrick und auch mit Matte-Paintings im Hintergrund wunderbar gestaltet und abgefilmt. Hierfür verantwortlich, genauso wie auch in dem Robot Wars, ist der Trickkünstler David Allen, der in den verschiedensten Bereichen tätig war, also auch im B-Film vor allen Dingen. Natürlich auch für Empire, dann auch bei Ghoulies und Trancers, aber auch segmenthaft bei Unheimliche Schattenlichter oder Das Tier. Flash Gordon ist auch ein Film, bei dem er beteiligt war. Auch Big-Budget-Sachen kamen dazwischen, wie Willow zum Beispiel.
und auch in den Puppet Master Sequels war er hin und wieder beschäftigt. Kommen wir nun aber ganz zu Robot Wars. Jetzt erschienen bei Wicked Media, Wicked Vision, ist eine ganz feine kurze Sache, 72 Minuten. Und der Film schafft dramaturgisch alles. Ja, also natürlich haben wir hier keine tiefgreifende Dramaturgie. Es ist auch so, dass der Film einige Sachen aufgreift, die dann einfach fallen gelassen werden. Es geht prinzipiell darum, als erstes, dass es keinen Bezug gibt inhaltlich zum Robot-Jocks, denn die Filme gehören nicht zusammen. Tatsächlich hat der deutsche VHS-Verleih, VPS, wo der Film erschienen ist dann damals, Szenen, also Action-Szenen aus Robot-Jocks vor den Film geschnitten, um eine Verbindung herzustellen, weil er den Film ja Robot-Jocks 2 genannt hat. Dieser VHS-Vorgang ist übrigens auch auf der Blu-ray von Wicked Vision zu sehen, als Bonusmaterial. Aber wir reden ja jetzt von dem eigentlichen Film und der hat nichts mit Robot Jocks zu tun. Wir haben auch hier das Szenario, dass es einen Krieg gab und die Welt ist zerstört, aber man lebt in Frieden. Offiziell. Und es gibt eben auch diese ganzen Roboter nicht mehr und so. Das ist alles weg und diese ganzen Kampfmaschinen sind verbannt und die Waffen auch. Jetzt haben wir hier aber noch ein Modell. Das ist der Mars 2. Das ist ein skorpionartiges Roboterwesen. Bewegt sich eben auf 6 Beinen fort. Hat auch so einen Skorpionschwanz, wo dann oben auch ein Laser drauf ist. Und der hat irgendwie komischerweise verschiedene Funktionen. Einerseits ist es irgendwie ein Touristenattraktion. Also man kann da als Passagier drauf in einer Kabine mitreisen und durch die verseuchte Wüste sich befördern lassen. Und andererseits dient es aber auch als Wachorgan, da es ja auch bewaffnet ist tatsächlich. Andererseits beißt sich das wieder mit anderen Darstellungen, dass eigentlich alle da so mehr oder weniger in Frieden leben. Und dann gibt's da aber doch irgendwie Rebellen in der Wüste am Anfang, die dann mit einem Panzer kommen und die werden natürlich platt gemacht. Aber was jetzt da die Intention ist und warum, und die tauchen dann auch nie wieder auf, das ist bloß so ein Vorwand, um eine Action-Szene am Anfang einzubauen, dieser Überfall von diesen Rebellen. Ja, es ist alles ein bisschen schwierig, weil ja, im Grunde geht es eigentlich nur um den Drake, das ist dieser Roboter-Steuerer, ein total arrogantes, machohaftes Arschloch, der aber dann auch wieder mal Bescheidenheit aufblitzen lässt und auch fürsorgliche Momente hat. Und das alles gespielt im abgefahrenen Overacting von Don Michael Paul, der für das Genre noch wichtig werden sollte, nicht als Darsteller, sondern tatsächlich eher als Regisseur. Denn jetzt aktuell ist er damit beschäftigt und auch in den letzten, sagen wir mal, bis 10 Jahren für die B-Sparte von Universal Pictures eben sämtliche Fortsetzungen von anderen Filmen zu inszenieren. Das machte eben ähnlich wie Roll Renee. Nicht auf dessen Niveau, wie ich finde, aber auch gar nicht so schlecht. Also hier hat er auch Tremors Sequels inszeniert und auch in der Reihe von Dead Race hat er Fortsetzungen gestaltet. Aber hier ist er eben als Schauspieler zu sehen und ihm gegenüber wird ein Love Interest gestellt, eine, ja, Wissenschaftlerin, die mit ihrer befreundeten Journalistin aufdecken will, dass in der Wüste, in dieser verseuchten Wüste, da gibt es so ein Ort, der nennt sich Crystal Vista, da sind wohl Waffen versteckt. Wer aber diese Waffen da lagert und wer sie missbrauchen könnte, das ist überhaupt gar kein Thema, das ist einfach, das verschwindet. Also es gibt überhaupt keine Gründe, warum Menschen da irgendetwas tun. Es wird nur mal kurz gesagt und dann wieder vergessen, aber man sucht dann eben trotzdem. Also es ist inhaltlich ein bisschen schwer zu greifen, der Film. Jedenfalls gibt es dann noch die bösen Japaner, ja, das hier greift man auch ein bisschen rassistisch rein, da werden auch mal mit Schimpfwörtern um sich geworfen, ist alles sehr unreflektiert und man hat eben dieses Feindbild des Japaners geschaffen, der eigentlich da noch auch so einen Roboter erwerben möchte, zu Tourismuszwecken, dann aber den Bewaffneten kapert und dann anfängt irgendwas zu suchen und auch zu zerstören, aber was genau und wiederum wofür, naja, das wissen wir alles nicht so genau. Und jedenfalls ist dann Drake, der auch auf einmal in der Wüste ist und in einem,
Maschinenroboter-Frack rumwurschtelt, wo ich jetzt gar nicht weiß, woher das kommt und warum ist er jetzt da und wird dann auch wieder von Asiaten angegriffen. Ja, und dann ist er aber genau an der richtigen Stelle, um die Frauen zu retten und dann aber auch noch einen der letzten verbliebenen großen Roboter, der unter der Erde gelagert wird, zu finden, dann damit durch die Straße in einer Stadt herauszubrechen und gegen den bösen Japaner anzutreten, der in dem Skorpion ist. Also es ist wirklich hanebüchen und für 72 Minuten auch eigentlich viel zu wenig Story. Aber egal. Darum geht es auch nicht. Es geht natürlich hier auch wieder mehr und das hat auch Albert Band, der hier Regie geführt hat, also der Vater von Charles Band, hat hier die Regie hauptsächlich geführt und hat auch gesagt, ja, auch die Liebessequenzen, das ist alles egal. Es ist ein Actionfilm. Und das stimmt zu einem gewissen Grad, denn wir haben einerseits wieder diese tollen Stop-Motion-Effekte, wobei man am Anfang sagen muss, man merkt, dass der Film schon sehr viel weniger Geld zur Verfügung hatte im Budget, weil die Bewegungen nicht so richtig erkannt werden bei dem Skorpion-Roboter, weil die Kamera sehr nah rangeht an Details und man dadurch das gesamte, den Bewegungsapparat gar nicht richtig sieht. Aber später sehen wir dann doch diese Maschine auch laufen auf ihren 6 Beinen und sich bewegen. Und das ist auch schön. Ein Problem ist, und auch hier sicherlich mangels Geldes geschuldet, dass man sehr stark die Pyro-Effekte reduziert hat. Das heißt, wie bei einem Godzilla-Film, dass wenn Godzilla über die, ich sage es jetzt, Modelleisenbahnplatte schreitet und irgendwas kaputt macht oder er beschossen wird mit irgendwas, dann sprengt vor ihm halt irgendeine kleine Ladung hoch. Ja, also wir sehen eine Explosion, eine Miniaturexplosion, die natürlich größer wirkt dann im fertigen Film. Und das gab es auch bei Robot Jocks und machte so das ganze Kampfszenario nicht authentisch, aber irgendwie greifbarer visuell. Und darauf verzichtet man leider in Robot Jocks 2, Robot Wars. Denn da hat man auch generell, was Handfeuerwaffen angeht, und auch die Bewaffnung der Maschinen auf Laser gesetzt. Und da passiert dann eben nichts. Der Laser, der hat zwar einen Laserstrahl, aber wenn der irgendwo aufschlägt, da passiert nichts. Und auch wenn ein Riesenroboter umfällt, dann plustern sich nicht riesige Staubwolken und Feuerwolken auf, wie man das aus Robot Jocks kennt, sondern er fällt einfach um. Das heißt, ganz klar, Full Moon hat mit weniger Investment gestartet. Robot Jocks war zu dem Zeitpunkt auch da einer der letzten Empire-Filme und aber auch der teuerste, der da um die 6 bis 7 Millionen Dollar gekostet hatte. Und das war viel Geld für so einen B-Film. Und man kann, denke ich, sehr gut bei Robot Wars erkennen, wo man weniger Geld investiert hat, dass hier die Grenze erreicht war, auch in den 90ern, was man im B-Film alles machen kann, effekttechnisch. Denn im weiteren Verlauf, in den 90er Jahren, werden die Qualitäten solcher Filme immer schlechter und man greift immer öfter mehr auf Computereffekte zurück, die eben auch noch nicht gut aussahen, die teilweise heute auch noch nicht gut aussehen, aber das ist eine andere Sache. Und dass hier die Grenze des Machbaren mit Stop-Motion und mit handgemachten Effekten war. Das heißt, man konnte es sich einfach nicht mehr leisten. Man hätte es machen können, dann wäre es aber wahrscheinlich doppelt so teuer geworden. Und dafür ist der Film, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Der Film versucht natürlich auch ein bisschen lustig zu sein. Man legt also auch Don Michael Paul, der den Drake spielt, eben ja auch ein paar One-Liner in den Mund. Und es gibt dann auch noch mal so ein paar so Eigenwerbung und man macht sich selbst über sich lustig. Der Film wird angesiedelt etwa im Jahr 2040 und in dieser ominösen Stadt Crystal Vista, wo man die im verseuchten Gebiet liegt, wo aber man als Tourist hin kann und können da auch ohne Schutzkleidung, aber fassen sie bloß nichts an, also auch wieder so ein bisschen schwierig, drehbuchtechnisch, zum Beispiel an einem Kino vorbeikommt und da läuft eben Puppet Masters 54. Ja, also da ist jetzt die Realität, kommt vielleicht auch dahin, da haben sie ja noch 20 Jahre Zeit. Ein paar Mehrteile sind es ja geworden. Der Robot Jocks ist nicht bei Wicked Vision erschienen, sondern zuletzt bei Explosive Media auf Blu-ray Disc. Der zweite Teil, da er ja nun von Full Moon ist, aktuell natürlich im Programm von Wicked Vision und bietet den Film in einer absolut exzellenten Bildqualität, was das Material hergibt, und würzt es noch mit ein paar Extras, zum Beispiel, ich erwähnte schon diesen Videovorspann, der tatsächlich auch interessant ist, um zu begreifen, wie eben diese Vermarktung kam und warum man eben dann auch den Film als Robot Jocks 2 bewertete, der er ja eigentlich nicht ist, aber sein könnte. Da will ich auch gar nicht so hart ins Gericht gehen.
Ja, und es gibt noch mal eine kleine Erinnerung an David Allen und seine Arbeit und dann noch ein kleines Feature von VideoZone, also eine Art kleine Werbung und Making-of-Geschichte in 10 Minuten. Und noch ein bisschen mehr. Ich muss zugeben, dass im Vergleich zu Robot Jocks mir Robot Wars weniger gut gefallen hat. Und dennoch bleibt er für Anfang der 90er Jahre ein respektabler B-Film, der wirklich, und wenn wir hier schauen, 1996 gab es dann nochmal so einen Robo-Film, Robo Warriors von Ian Barry. Da taucht dann auch Stuart Gordon als Creator mit auf, der ja zum Beispiel bei Robot Jocks dann Regie geführt hat, hat ja auch viel mit Empire und auch mit Full Moon gemacht und mit den Bands zusammen. Und der aber auch völlig losgelöst von dem eigentlichen Thema von Robot Jocks, genauso wie Robot Wars, funktionieren soll, angeblich, weil am Ende ähneln sich die Filme ja doch alle irgendwie. Und ich muss zugeben, dass ich Robo Warriors nicht gesehen habe, aber da wäre es für mich auch nochmal interessant nachzuschauen, wie sich dort die Effekte entwickelt haben, denn auch hier setzt man nochmal auf handgemachte Tricktechnik wohl im Hauptsächlichen. Also Riesenroboterfilme finde ich immer toll. Ein sogenannter dritter Teil, und da sind wir wieder bei der Diskrepanz, dass ja eigentlich die Filme nicht zusammengehören, aber es sollte noch einen dritten Film geben in der Kombination, also von Full Moon, wo dann auch Dinosaurier auftreten sollten. Das wäre natürlich eine coole Nummer geworden, aber vielleicht für Mitte der 90er einfach überhaupt nicht realistisch umsetzbar. Denn wenn wir dann an Jurassic Park denken, mit exzellenten Effekten, die hätte man in einem B-Film dann eben schlecht umsetzen können, in irgendeiner Form, dass das noch ansprechend ist. Versucht wurde es ja an Carnosaurus. Das ging noch einigermaßen, aber dann noch Riesenroboter dazu. Ich denke, das wäre doch recht schwierig geworden. Also, aktuell von Wicked Vision Robot Wars in einem tollen Cover-Design im Wendecover zu haben, auf Blu-ray-Disc, gilt es ab nun zu entdecken. Und der nimmt jetzt wunderbar Platz neben meinem Robot Jocks im Regal.